Ja, guten Abend. Ich versuche mal zu Beginn mal irgendwie direkt mal eine Frage zu beantworten, die ich gestellt wurde, warum wir beide hier sitzen. Es ist so, wir wollen über etwas reden, das mir schon ganz, ganz lange durch den Kopf geht, bewusst vielleicht erst seit 10 Jahren oder so, und etwas, was so immer im Hintergrund abläuft, vielleicht auch bei vielen anderen, die sich mit Kunst beschäftigen, egal auf welcher Seite, ob als Betrachter oder als Künstler. Aber was irgendwie, das war bei mir immer nur so eine Ahnung, und zwar, jetzt hole ich mal ganz kurz aus, so ganz weit, meine Kindheit, und mache dann ganz schnell den Bogen zurück. Das ist das Museum Abteilwerk in Mönchengladbach. Ich hatte das große Glück, in Mönchengladbach geboren zu sein und habe das große Glück. Da gibt es dieses wunderbare Museum, was sicherlich alle kennen oder viele kennen. Und da haben meine Eltern mich hingeschleppt, da war ich ein Knirps, so 5 oder so. Und ich fand das ganz toll, da hinzugehen, nicht wegen der Kunst, das war für uns Freizeitprogramm, sondern weil das ein Abenteuerspielplatz war für mich. Ohne Sand, da konnte man so rumrennen, Treppen hoch, runter, über eine Brücke, in verschiedene Kammern, in verschiedenen Stimmungen. Da lagen so Steine rum, das war dann so ein, für mich was zum Draufkraxeln, war vielleicht von Richard Long, ich weiß es nicht mehr, aber also so, das war der Abenteuerspielplatz ohne Sand. Und ich wollte da immer wieder hin. Das habe ich dann, das haben meine Eltern mit mir gemacht, wir sind immer wieder so in Museen. Ich habe das dann irgendwie so in der Selbstreflexion mal so begriffen, glaube ich, dass das was ist, was immer noch so in mir schlummert, dass ich dieses Gebäude, wenn ich dort reingehe oder wenn ich auch so davor stehe, dass ich so eine gewisse Erwartung habe. Also ich, also jetzt nicht die Erwartung, dass da jetzt wieder irgendwie Klettergeräte drin stehen oder so, das habe ich jetzt dann. Da bin ich jetzt schon was älter, aber irgendwie so, es gibt so eine Stimmung oder so eine Haltung und diese Hallen, die machen was mit mir. Irgendwie so ähnlich wie wenn ich auch einen Kirchenbesuch oder so sein könnte. Und das war also immer so eine unbewusste irgendwie so eine Ahnung, da habe ich mich so ein bisschen noch was gelesen und so gibt es ja Theorien zum White Cube und was das mit einem macht auch, was diese Halle oder diese Räume überhaupt auch mit der Kunst machen. Dann habe ich festgestellt, dass es Menschen gibt oder jemanden gibt, der sich da professionell mit beschäftigt. Und auch schon sehr lange, nämlich in Wien, das ist Herr Gleder. Und wir haben uns getroffen, uns darüber unterhalten und haben festgestellt, dass das ein sehr anregendes Gespräch war, weil er mir Antworten geben konnte. Oder auf jeden Fall bin ich weitergekommen. Und ich finde, dass es ist ja ein Thema, das Künstler oder auch Kunstinteressierte betrifft. Aber was irgendwie auch ausgeklammert ist, weil es so eine Art Metaebene ist und die auch so eine Gefahr birgt von Entmystifizierung, wie vielleicht ja auch die psychologische Betrachtung der Liebe. Aber irgendwie verliebt man sich ja dann trotzdem, auch wenn man viel darüber weiß, wahrscheinlich. Also, ja, das ist jetzt. Ja gut, ich meine, dazu muss ich sofort sagen, ich bin natürlich auch erfreut, heute hier zu sein, weil das für einen Wissenschaftler nicht ein außergewöhnliches, aber doch ein nicht alltägliches Setting ist, in dem ich heute hier sitze. Obwohl meine Forschung, wie angedeutet wurde, beschäftigt mich seit Jahren mit visueller Kunst als ein Phänomen, ein psychologisches Phänomen, und mich interessiert eben, wie Menschen Kunst wahrnehmen, was das mit ihnen macht, welche Konsequenzen das hat, ob es Schönheit gibt und wenn ja, welche Konsequenzen die hat. Aber eben in jüngerer Zeit auch die Frage, was eigentlich den Kontext, in dem Dinge stattfinden, mit den Dingen macht. Der Grund dafür ist ganz einfach, wenn Sie eine Idee haben, was Kognitionspsychologen machen, dann vermuten Sie vielleicht zu Recht, dass wir viel in Labors sitzen, was meine blasse Gesichtsfarbe erklärt, dass wir dort Experimente planen und dass diese Experimente, wenn sie denn wahrnehmungspsychologische sind, oft an Bildschirmen stattfinden, manchmal mit verkabelten Betrachtern, deren Emotionen wir messen, deren Gehirnströme wir messen und solche Dinge. Und dass das für diejenigen unter Ihnen, die professionell oder sehr interessiert an Kunst sind, vielleicht mit Kunst wenig zu tun hat. Und genau das ist uns irgendwann auch klar geworden, dass nach Jahren der Forschung, welche visuellen, kognitiven, welche Denkprozesse an der Kunstbetrachtung beteiligt sind,
dass wir, und ich habe in der Vergangenheit als Spaß immer gesagt, wenn jemand gesagt hat, das ist ja gar keine echte Kunst, jetzt zeige ich dir Abbildung von Kunst und es ist kein ordentlicher Kontext, dann habe ich immer gesagt, sprechen Sie mit der DFG, schicken Sie den Brief in meinem Namen, das ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft, und bringen Sie die dazu, mir 100 Millionen zu geben, dann baue ich gerne ein kleines Museum nach den Maßstäben, die wir zum Untersuchen brauchen, und hänge da auch ganz tolle Kunst rein. Das war ein bisschen kokett, aber die Wahrheit ist, dass wir seit 2-3 Jahren wirklich ganz intensiv jetzt auch Forschung betreiben mit Museen in Wien, meiner neuen Heimatstadt. Ich bin ursprünglich auch Rheinländer. Also Sie können, wenn wir nachher mal in eine Fragerunde reinkommen, auch in Ihrem heimischen Dialekt mit mir reden, und ich sollte in der Lage sein, das eine oder andere zu dekodieren. Wir sind also auf die Frage gestoßen, was macht eigentlich der Kontext? Und ich glaube, dadurch sind wir auch zusammengekommen, weil ich will nicht sagen, dass wir viele Antworten geben, aber unser Motiv als Psychologen zu verstehen, was passiert eigentlich bei der Kunstbetrachtung und warum gibt es überhaupt Kunst? Gibt es irgendeine wissenschaftliche Erklärung, warum das Sinn macht, dass Leute sowas Sinnloses tun, dass sie zumindest vorderhand weder satt macht, noch ihnen viel Nachwuchs beschert oder sonst was? Und das sind, da merken Sie schon, ganz biologistische Ansätze, aber dass wir gesagt haben, das Programm, was wir in Wien seit jetzt 10 Jahren, finde ich, wissenschaftlich gesehen zumindest sehr erfolgreich umsetzen, hat sich jetzt eben der Frage des Kontexts gewidmet. Ich habe Ihnen ein paar Folien mitgebracht. Wir haben jetzt gemerkt, je nachdem, welche Fragen wir stellen, könnte ich Ihnen eine Studie berichten. Soll ich das mal versuchen? Eine Studie, die zeigt, was wir da gemacht haben. So, und zwar haben wir im letzten Jahr 3 Studien veröffentlicht. Sie wissen vielleicht, der Künstler muss sich an etwas, was ihm überhaupt nicht gefällt, im Kunstmarkt andienen, versuchen da sein Leben rauszuziehen, und der Wissenschaftler soll forschen und publizieren. Also manchmal werde ich Begriffe benutzen, wenn Ihnen die nicht sofort nachvollziehbar und einleuchtend sind, vergessen Sie es. Ist nicht so wichtig, aber wir haben 3 Studien veröffentlicht, in denen wir uns gefragt haben, ist der Kontext des Museums oder in dem Kunst Betrachtung, Kunsterleben stattfindet, hat er einen wesentlichen Einflussfaktor auf das jetzt psychologische Kunsterleben. Wie haben wir das gemacht? Ich zeige Ihnen das mal illustrativ. Wir haben eine Ausstellung in einem kleinen Museum, das direkt bei uns um die Ecke vom Institut ist, das Museum der Stadt Wien, verwendet und haben diese Ausstellung im Labor nachgebaut, an einem wirklich sehr großen Bildschirm, vor dem die Leute sehr bequem saßen, haben wir die Reihenfolge der Bilder, wie wir das hier angedeutet haben, nachgestellt. Die Versuchspersonen, so nennen wir die Personen, die wir untersuchen, Sie würden vielleicht sagen, die Kunstbetrachter in diesem Setting, haben einmal im Labor die Kunst betrachtet, dann auch bewertet. Wir haben ihre Emotionen erhoben mit Skalen. Wir haben in anderen Studien auch ihre Augenbewegungen gemessen, um zu schauen, wie lange sie wohin schauen, und haben das Ganze dann verglichen mit der realen Ausstellung, die nur einen Raum umfasst, sodass man das Ganze ganz gut simulieren konnte. Und hier sehen Sie diese Ausstellung, und ich habe auf dieser Abbildung jetzt 2 Sachen noch eingebaut. Uns interessiert als Psychologen eben, was im Betrachter stattfindet. Also eigentlich würde mich auch interessieren, was in Ihnen stattfindet. Aber da kommen wir vielleicht auch später noch zu. Und wie wir das erklären, das sind solche Abbildungen, die ist sehr komplex. Wenn wir viel Zeit haben, haben wir nicht, weiß ich schon, keine Angst, dann könnten wir das auch genauer erklären. Das ist ein Modell, das versucht zu beschreiben, welche Stufen der Informationsverarbeitung, kognitive und emotionale, beim Betrachter passieren sollten oder könnten. Und dann machen wir Experimente, um das zu überprüfen. So, um nun jetzt zu vergleichen, ob es einen Unterschied gibt, den ahnen Sie schon, ob man rechts in einem solchen Labor sitzt, das ist jetzt leider nicht das, was wir in dem Studie verwendet haben. Vor besseren, größeren Bildschirmen, bequemer gesessen, aber es wären typische Forschungslabore, oder im Museum haben wir, jetzt muss ich ein bisschen weiterspringen, haben wir eine Studie gemacht, in der wir diese Kunstwerke einer laufenden Ausstellung eben simuliert haben, und wir haben unsere Versuchspersonen dann befragt, wie die einzelnen Kunstwerke bewertet wurden, wie es ihnen dabei ging, welche Emotionen sie empfunden haben. Und die nächste Folie, die erkläre ich nicht mehr im Detail, auch aus Zeitgründen, aber Sie sehen hier, wir haben Liking, also das Gefallen für Kunstwerke, wie interessant Kunstwerke empfunden und eingeschätzt wurden, jedes einzelne und auch alle zusammen, die Ausstellung, und inwieweit man das Gefühl hatte, dass man aus den Kunstwerken irgendwas verstanden habe. Das Gefühl, dass es einem das was gegeben hat, also wirklich sehr psychologisch gefragt. Und ich habe jetzt hier 3 grüne Kreise eingeblendet, die zeigen, immer dann, wenn man im Museum war, waren alle diese Werte höher. Wenn man das zusammenfasst,
diese Studie. Wir haben auch noch gefunden, dass die Versuchspersonen, die wir getestet haben, die Personen, die wir untersucht haben, unter diesen doch relativ vergleichbaren, wenn auch unterschiedlichen Bedingungen im Museum die Kunst viel länger betrachtet haben, viel stärker emotional reagiert haben, aber eben auch alles, was vielleicht die Qualität einer ästhetischen Erfahrung ausmacht, einen höheren Zustand des Gefallens, der Interessantheit und des erlebten Gefühls, dass man was verstanden hat, im Museum besser ist. Wir haben dann auch noch ausgewertet, das sehen Sie hier, dass die Vorhersage, ob Leute sich an Dinge erinnern, die sie während dieser Episode, 20 Minuten im Museum oder 20 Minuten im Labor, dass das mit dem räumlichen Layout zu tun hat, also dass die Art, wie der Raum gestaltet ist, was wohin, ein wichtiges Merkmal von dem ist, was man später erinnert hat. Die Leute sind also in einer späteren, eine Woche später stattfindenden Gedächtnistest, haben wir sie nochmal gefragt, erinnert ihr euch noch, was ist im Gedächtnis geblieben? Viel bessere Erinnerungen an das, was im Museum war und eben auch im engen Zusammenhang mit dem, wo die Sachen hingen, standen, lagen und so weiter. Das wäre so eine typische Studie, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Ja, ich hatte die ja auch schon mal gesehen, also die Folien, und da war so mein erster Gedanke eigentlich, wenn man dann diese Laborsituation sieht und dann wiederum der Versuch dann im Museum, den Versuch dort fortzuführen, dann scheint es mir so, dass es ja erstmal ein Vergleich ist von auf den Monitor starren und sich durch Räume bewegen. Also ich finde, Kunst, war so mein Eindruck, spielt ja erstmal eine untergeordnete Rolle, weil ja dieser körperliche Moment, da so zu sitzen. Dann habe ich auch weitergedacht, dass dieser White Cube oder dieser Museumsraum ja auch, wenn man dann in solche, wir hatten ja auch vorhin auch schon den Inside the White Cube, diese Textpassage von dem Brian O'Doherty, dass der Raum ja so entmenschlicht ist und eigentlich auch mit diesem gebürtigen Abstand der einzelnen Werke ja schon wieder auch dieser Computersimulation dann doch sehr nahe kommt. Weil das Körperliche auch in dem Ausstellungsraum eher ausgeklammert ist. Fand ich in dem... Also das ist bestimmt ein Vorwurf, den ich nicht selten gehört habe an solcher Art von Forschung, wie wir die machen. Aber vielleicht ist das Schöne gerade heute, dass wir hier zur Klärung da beitragen können, dass es ja nicht so erstaunlich ist, dass Wissenschaftler, die versuchen zu verstehen, wie Kunst wahrgenommen wird, manche Dinge davon sind wirklich der Technik geschuldet. Wenn wir wissen wollen, wo jemand hinschaut, dann brauchen wir bestimmte Messgeräte, die sind am Computer viel präziser, als wenn man mit hier, ich zeige Ihnen das auf dem nächsten Bild, mit so einer Brille rumläuft, die mittlerweile allerdings auch ganz gut sind. Wir machen jetzt viel Forschung mit Brillen, die so ähnlich aussehen wie unsere beiden, nicht viel unkomfortabler sind, aber die ganze Zeit aufzeichnen können, wo man gerade genau für wie lange hinschaut. Aber die Tatsache, dass wir natürlich als Wissenschaftler viele von uns wirklich sehr kunstnaiv, kann mich da auch vielleicht gar nicht ausnehmen, wo ich mich auch immer schon für den Gegenstand interessiert habe, dass wir über jahrzehntelange Gewöhnung daran, dass Museen weiße Räume sind, in denen die einzelnen Objekte der Betrachtung diskret, räumlich voneinander getrennt sind, häufig sogar so, dass man das nächste Objekt gar nicht sieht, wenn man sich konzentriert auf einen Kunstwerk, dass das dem Paradigma, das wir zur Erforschung verwenden, gar nicht so fremd ist und uns lange Zeit vielleicht gar nicht aufgefallen ist, dass da ein Problem mit einhergeht. Also wir haben schon geahnt, dass sehr kurzfristige Bilddarbietungen, wie der Computer die erlaubt, die ästhetische Erfahrung deutlich einschränken, aber das an sich Setting, dass man sagt, da gibt es ein Bild, schaue ich mir an, lasse ich mir Zeit. Unsere Versuchspersonen sind jetzt nicht so materialaffin, dass da jeder Zweite aufsteht und sagt, das ist ja gar nicht richtig gemalt, ist nicht richtig gestickt, ist nicht richtig irgendwas. Die nehmen das schon für Kunst, wenn wir ihnen das sagen, aber wir haben auch Studien gemacht, wo wir Kunstwerke jetzt ins Labor holen und schauen, was dann passiert, wenn die an der Wand hängen und in eben diesem anderen Setting untersucht werden. Aber dass wir ein solches Paradigma gewählt haben, ist gar nicht so erstaunlich. Das ist in vielem dem, was uns Kunstmuseen in den letzten Jahrzehnten auch scheinbar nahegelegt haben, wie es sein sollte. Wir haben vorhin schon mal darüber geredet, dass ein Aspekt, der überhaupt zu der modernen Wissenschaft passt, ist, dass man Kunstwerke, nämlich Gemälde, als so etwas Besonderes, als einzelnes zu betrachtendes Objekt isoliert und dann auch gesondert betrachtet, während zum Beispiel bei anderen Kunstformen das viel weniger der Fall ist.
Und es gibt ganz wenig Forschung. Es gibt jetzt erste Forschungen, wo Leute Ballett ins Labor holen oder Theater oder Oper. Sie wissen vielleicht auch einige von Ihnen, dass es Theaterwissenschaften gibt, die versuchen, aus den humanistischen Wissenschaften heraus Performance zu verstehen. Wir hatten auch in Berlin dazu einen Sonderforschungsbereich, die Kunst des Performativen und so weiter. Aber tatsächlich ist es viel einfacher, so ein isoliertes Objekt, das sich über die Zeit auch noch relativ wenig verändert, zwar in Simulation auf dem Bildschirm, aber ins Labor zu holen, zu sagen, das nehmen wir jetzt mal als Gegenstand und überlegen zu erforschen, was passiert, wenn man sich sowas anschaut. Das ist ja auch, also vielleicht auch so meine Motivation oder auch das, was mir da so früh aufgefallen ist, schon als, das ist mir als Kind nicht bewusst gewesen, aber dieser Ort ist einfach sehr speziell im Vergleich jetzt zu den darstellenden Künsten, die ja mit, ich sag mal, mit Spielregeln arbeiten oder mit Codes, die uns vielleicht auch geläufiger sind. Das ist Abendgestaltung, das ist kombiniert mit Getränken, mit einem warmen Ort, so für das leibliche Wohl ist gesorgt, der Körper ruht in diesem weichen Sessel im Theater oder im Kino und so weiter. Und das Museum ist ja so dann sehr speziell, also gerade jetzt, also wenn wir Museum sagen, meine ich ja auch das Kunstmuseum, mit den Öffnungszeiten bis 18 Uhr und in neutral ausgeleuchtetem Zustand. Und es ist auch leise und still. Also der Ort an sich gleicht weniger anderen Orten. Er ist halt sehr spezifisch. Wobei Kino, Theater, Oper kann man auch von der Architektur immer wieder so zusammenfassen. Auch es sind ähnliche Orte. Das war, glaube ich, auch für mich so dieser, was mich schon so früh gereizt hat, diese fremde Ort, wo ich auch nicht sagen konnte, was ist das eigentlich für ein Ort, wie verhalte ich mich dort? Ich glaube, ein Masianer, wir wissen, es gibt sie nicht, auch wenn ihnen das Kino im Moment versucht, andere Sachen nahezulegen, würde sich wahrscheinlich wundern, was das für Orte sind. Und tatsächlich, wenn man das so fundamental in Frage stellt, ist das überhaupt nicht einfach zu erklären. Und ich meine, mir bleibt als Handwerkszeug immer nur psychologisch zu antworten, also wirklich auch zu versuchen, aus der Perspektive der einzelnen erlebenden Person Antworten zu geben oder mögliche Antworten. Aber das ist für die Kunstschaffenden oder die Kunstwelt schon eine furchtbar spannende Frage, warum diese Räume so speziell sind. Also für mich als Forscher ist eine Funktion, eine direkte Folge, dass das Objekt, das Kunstobjekt tatsächlich in einem besonderen Präsentationsrahmen, vielleicht auch per se eine Besonderheit erhält, wobei wir wissen, seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts ist eben auch die Rolle dieses Kontexts hinterfragt, wenn man an Duchamp denkt und andere Bewegungen, aber dass das Objekt tatsächlich präsentiert wird, sodass wir es gut wahrnehmen können, das sind die guten Beleuchtungsbedingungen. Wir wissen, im 16., 17., 18. Jahrhundert sind Kunstsammlungen ganz anders präsentiert worden. Kein Mensch, ich meine, es gab auch nicht die technischen Möglichkeiten, immer alles so auszuleuchten, aber es war nicht das Hauptthema. Ne? Aber weil wir vermuten können, dass da andere Sachen, nämlich des Besitzers oder des Präsentierenden, wie Status, Wohlstand, Prosperität und so weiter, mit ins Spiel kamen, kann man sich schon die Frage stellen, was das heute die Funktion davon ist. Und ich glaube, dass diese enormen Wertsteigerungen im Monetären, die Kunst im letzten Jahrhundert durchgemacht hat, heben sie in sowas Besonderes rein, was aber vielleicht etwas Psychologisches auf der anderen Seite hat. Also denn tatsächlich ist es für uns als Wahrnehmungspsychologen total faszinierend, dass es Dinge gibt, vor denen Leute nicht nur wenige Sekunden oder Bruchteile von Sekunden wie im Film, sondern Minuten, viele Minuten und manchmal Stunden und manchmal wiederkehrend im Leben immer wieder Zeit verbringen, um dieselbe, ich sage jetzt mal, visuelle Anordnung, die mit der Zeit sich kaum verändert, immer wieder aufzusuchen, und da müssen sie irgendwas rausziehen. Also für uns auch dankbar, dieses Thema, aber wer das eigentlich erfunden hat, darüber habe ich lange Zeit nicht nachgedacht. Ich bin eigentlich erst durch unser Gespräch in Wien angeregt worden, darüber nachzudenken, wer sich das ausgedacht hat. Aber vielleicht wissen die Künstler die Antwort? Es gibt ja verschiedene, also so in der Entwicklung, es gibt schon, also es ist ja im letzten Jahrhundert, sagen wir mal, immer mehr geworden. Das ist ja jetzt auch so der Status quo, den wir haben. Es gibt ja auch viel Kritik daran. Also es hat sich ja irgendwann, der Minimalismus hat es im Endeffekt ja gefordert nachher. Und
Dann gab es dieser Wahnsinn, also für mich auch ein unglaublich guter Text, also ist Inside the White Cube, wenn man sich vorstellt, das ist 76 oder 73 geschrieben und da gibt es dann so Sätze drin, wie dass dieser Raum nur funktioniert oder am besten ist, wenn er ohne Mensch ist, nämlich nur durch die Abbildung und dass er sogar für die Abbildung gemacht ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir nur, dass so viel kommuniziert wird über Abbildung und das ist ja aus einer Zeit ohne Internet so geschrieben. Ja, und dann ist dann die Frage, wie hat sich das jetzt weiterentwickelt? Wir fordern das ja vielleicht noch mehr auch jetzt, also weil wir noch mehr über Bilder kommunizieren, sind wir da, also es gibt verschiedene Beweggründe, glaube ich, warum es passt oder warum es mal gepasst hat aus einer Kunstströmung heraus, aber mittlerweile vielleicht auch ist es so aufgrund der Medien medial gefordert, dass Dinge auch so sind, dass sie so aufgenommen werden können. Ich weiß da auch nicht die Antwort drauf, aber es ist auf jeden Fall der Rahmen, mit dem gearbeitet wird. Also ich glaube, dass das Bild im Salon, das hatte diesen Rahmen und hat sich abgegrenzt. Es war auch selbstbewusst, es war auch klar, dass das Dargestellte in dem Bild reicht und dass man dann in das nächste Bild gehen kann. Und dieser Rahmen, das ist jetzt dieser Raum. Also wenn also Karl André im Raum liegt, die Platten liegen, dann brauchen die diesen Raum. Also sie brauchen nicht diesen, genau diesen Raum, aber sie brauchen Raum. Sie haben keinen Rahmen, sie sind außerhalb des Ortes, auch banal. Das heißt, die Kunst, könnte die nochmal gezeigt werden in der Zukunft in anderen Räumen, die vielleicht beiläufiger sind, die nicht so rein, clean, white cube sind. Also das kann ja auch sein, dass man quasi den Rahmen erhalten muss für diese Arbeiten. Das heißt, man müsste vielleicht immer wieder den White Cube bauen, um nachher eine gewisse Episode der Kunstgeschichte zu fassen und zeigen zu können. Ne? Aber das heißt dann, die Zukunft könnte sein, dass der Metropolitan Museum irgendwann Flügel ist, der heißt Kunst des 20. Jahrhunderts, kann man sich kaum vorstellen, aber es sind dann alles weiße Räume, wo Schulkinder reingeführt werden, die fassungslos vor so Schildchen stehen, also in Amerika natürlich ganz schlimm, darf man die Sachen ja auch oft nicht anschauen, wenn man nicht alt, volljährig und vorher unterschrieben hat, dass man nicht wirklich hinguckt, bei Kunz oder sonst wem, aber dass dann Schildchen stehen, man darf nichts anfassen, man darf nicht drauf rumklettern, es ist kein Spielplatz, sondern es erwartet man ja auch die extreme Ruhe, das langsame Gehen und so weiter und da wird schon bestimmte Erfahrungen gedrillt, das ist erstaunlich. Das war uns wirklich nicht so bewusst in unserer Forschung. Das hat aber was, wenn man es positiv sehen will, Sie wollen es ja positiv sehen, nehme ich an, und hier rausmarschieren, angeregt und belehrt mit Dingen, die Sie gut finden, dann würde ich sagen, erinnert mich das am ehesten an bestimmte geistige Zustände, die wir Meditation oder sowas nennen. Also, wo, wenn Sie sich überlegen, was buddhistische Meditationstechniken lehren, dann ist das sowas wie das Blank Slate zu produzieren, also die relativ isolierte, freie Fläche, das Lösen vom Alltag, dann in einen Zustand der meditativen Kontemplation, der Beruhigung, des gesenkten Blutdrucks, aber auch im besten Fall, im idealen Fall, da gibt es ja wirklich auch Hirnforschung zu, bestimmte Gehirnzustände, in denen ganz wenig Aktivierung stattfindet, weil das extrem interessant und wohltuend ist. Das ist interessant und wohltuend ist. Jetzt möchten natürlich Künstler nicht gerne hören, dass ihre Kunst eine ähnliche Funktion hat, dass den Leuten das Denken kurzfristig gestoppt wird, aber dass es ein sehr konzentrierter Zustand ist, in dem bestimmte Sachen außen vor gelassen werden. Das erscheint mir aus unserem bisherigen Austausch ganz offensichtlich. Und wenn Sie jetzt überlegen, ich hoffe, ich bin nicht der erste Psychologe, den Sie im Leben treffen, aber vielleicht haben Sie eine Ahnung, was so Psychologen wie die normal so denken. Die denken halt, was geht in dir vor, was sind die Gefühle, Erlebnisse, Verhaltensweisen, die jemand zeigt. Dann ist das Interessante an der Kunst, dass sie, anders als die Psychologen vielleicht oder die naiven oder naive Betrachter vielleicht glauben könnten, als Referenzrahmen nicht die Wirklichkeit hat, sondern, wie mehr und mehr erscheint, ihre künstlerische Tradition, die künstlerische Tradition oder die Kunst selber, kurz gesagt die Kunst. Während wir zum Beispiel in frühen Studien haben wir gesagt, es gibt bestimmte Formen von Kunstwerken, die sind gegenständlich, die stellen Dinge dar, das mögen die meisten Leute, das finden die super, da können sie nämlich dann erkennen, ob das für sie gute Kunst ist, weil man
wenn die Tasse als Tasse erkennbar ist oder das Porträt einer dargestellten Person erkennbar ist, dann hat man so ein Kriterium, kann sagen, besser. Wenn es ganz abstrakt ist, dann weiß man ja nicht so. Und in unseren Studien kam immer raus, die Leute, die wir untersucht haben, viele fanden abstrakte Kunst nicht so, weiß man nicht. Manchmal ist das emotional aufräumend, aber man hat eben keine richtigen Maßstäbe, weil man nicht den Bezug zur Kunst herstellen kann, wenn man kein Wissen darüber hat, sondern den dann zur Realität stellt. Und dann wird natürlich ein Tröpfelbild, ein Dripping-Bild von Pollock, wird zu einer Leinwand mit vielen Tropfen drauf. Und da kann man nicht viel rausziehen. Weder Lebenssinn noch Freude noch irgendwas. Die Farben sind nicht besonders schön und so weiter. Das wäre ja auch so meine Frage. Also wie kann man dann den Hieronymus Bosch mit dem Karl André vergleichen, auch wenn die sich vielleicht ein paar Räume weiter befinden und in einer ähnlichen Präsentationsformweil ja die, man sagt so postmoderne, das, also greifen da noch diese Maßstäbe so von Schönheit, Harmonie, und ist das nicht auch ein anderer Vorgang, also ins Dargestellte abtauchen, also sich die Figuration anschauen und den Moment, die Winterlandschaft, die dargestellt ist, und das andere wäre ja dann, das ist vielleicht die Chance, Ready-Mates, da greife ich doch dann so in mein Wissen rein, was Kunstgeschichte ist und was das für eine Behauptung ist, was es ausgelöst hat und so. Das ist ja ein ganz anderes Denken doch. Oder ist es dann doch ähnlich? Also das ist natürlich das nicht ganz leicht zu vergleichen, aber das ist jetzt nicht psychologisch, sondern da muss ich jetzt als historisch denkender Mensch antworten. Was Bosch in seiner Zeit bei den Betrachtern ausgelöst hat, wissen wir auch nicht genau. Und dass man ein Bosch-Gemälde ohne Wissen und Hintergrundwissen eigentlich auch nicht lesen kann. Man kann dann fasziniert sein von den verrückten Gestalten und Gestelltchen, die da rum sind. Aber wenn man bibelfest ist, was heute nicht mehr jeder ist, auch nicht im katholischen Rheinland, dann sieht man nicht mehr die Details der Offenbarung Johannes, die in vielen dieser Bilder fast naturalistisch oder aus der Literatur entnommen abgebildet sind. Also das heißt, ein bisschen darf man auch dieser Falle nicht unterliegen, dass Dinge, die leicht verständlich aussehen, das auch automatisch sein müssen oder nicht auch da eine tiefere Bedeutungsebene hinterliegt, die verloren geht, wenn man das den Bosch auf einen weißen Raum hängt. Also ohne das Wissen geht das meines Erachtens nicht. Und das ist eigentlich das Interessante, dass es im 20. Jahrhundert in der Gegenwartskunst nochmal deutlich verstärkt. Man kann viele der Künste nicht verstehen ohne Wissen. Das gilt aber auch, glaube ich, wenn man sich für Ballett, für Theater, für Oper und sonst was interessiert. Viele der Dinge gehen über Wissen. Und das ist aber schon ein Teil der Antwort auf die Frage, warum Kunst überhaupt so was Faszinierendes für Menschen vielleicht immer war, besonders aber heute ist. Na, weil die Vielfältigkeit, auf der anregende Erlebnisse geboten werden, wenn man sich die Mühe macht, zu versuchen zu verstehen, was das ist, man wird nicht immer erfolgreich sein. Und Kunst ist anders als Sudokus zu lösen oder Fernsehrätsel mitzumachen. Es gibt keine richtige Lösung, fast immer nicht. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann ist die Vielfältigkeit der Ebenen, neues Wissen zu erlangen, sich wieder und wieder damit zu beschäftigen, auch durch Wiederholung, also mehrfach hinzugehen, sich das nochmal anzuschauen und so weiter, das ermöglicht außergewöhnliche Erlebnisse durch Kultur, von denen ich denke, die erleben nur der Mensch von den Spezies, die wir kennen. Und die erklären aber auch, dass da kognitiv so viele Prozesse beteiligt sind, dass das Ganze ganz geringe Wahrscheinlichkeit hat, dass man sich irgendwann langweilt. Also stellen Sie sich vor, Sie wären Briefmarkensammler oder vielleicht sind Sie Briefmarkensammler. Dann glaube ich, dass es einen Moment geben kann, wo Sie nach 20, 30 Jahren so sagen, ich habe eigentlich alles gesehen. Oder Beatles-Schallplatten, Beatles ist auch Kultur wahrscheinlich, aber viele andere Dinge, die Leute als Hobby oder als Beschäftigung haben, die haben die Gefahr, dass man vielleicht irgendwann gesättigt ist und alles gesehen hat und vieles kennt. Die Künste haben hinter sich einen gigantischen und ganz interessanten, auf Innovation getrimmten Produktionsapparat. Das sind die Künstler, die morgens aufstehen oder mittags, Entschuldigung, die aufstehen und Kunst produzieren. Mit der Idee, dass die Kunst vermehrt wird, neue, anregende, innovative oder auch mit der Maßgabe, glaube ich, neu sein zu müssen, produziert werden. Das ist in der Wissenschaft auch ähnlich. Also von uns fordert man auch, dass
mit zwar vielen Replikationen, Wiederholungen und so weiter, aber auch immer neue Dinge erforscht werden, von denen wir die Antworten eben noch nicht wissen. Das ist auch der Reiz der Wissenschaft. Aber dass deswegen die Gefahr, dass das langweilig wird, ist ganz minimal. Für den Betrachter ist das ein äußerst dankbares Gebiet. Hört sich an wie ein Schlusswort, aber ist eigentlich nicht, oder? Nee, es ist ja gut, dass das, also das wäre so, also was wir vorhin gesagt haben, also diese Entmystifizierung, die kann ja eigentlich nicht stattfinden. Es ist ja auch interessant, dass man da, das ist ja dieser, vielleicht auch so ein bisschen dieser Schöpfergedanke, ne? Das, also dass man da etwas auftut, wo man selber nicht vielleicht, weil man selber nicht weiß, wohin es führt und was es sein kann und was es auslöst. Und ich glaube, diese Offenheit, die ist ein ganz wesentliches Merkmal fast aller künstlerischen Tätigkeiten, dass sie eben nicht am gewissen Punkt ist, das genau so und damit ist es dann erschöpft, ne, sondern auch in neuen historischen Kontexten wieder anregende und neue Ideen hat. Das ist halt die Idee unseres Ausstellungswesens, ne, die immer wieder auch Blicke zurückwerfen und neue Blicke, und das wäre ja nicht möglich. Also dann stellen Sie sich vor, was sind andere kulturelle Hochleistungen? Ein Automobil. Die meisten Automobile sind heute so komplex, die könnten Künstler kaum herstellen. Sie könnten sie aus Streichhölzern nachbauen, sie können sie abmalen oder sonst was. Aber ne, das sind hochkomplexe Gegenstände, aber die sind, weil jedes Element, fast jedes Element, bis auf die, vielleicht die Schönheit, aber fast jedes Element der Funktion untergeordnet ist, kann man die komplett begreifen, wenn man will oder sich die Zeit nimmt. Oder so eine Flasche hier, da bleibt nicht so ein richtiges Wunder über, obwohl man kann sich da nicht viel damit beschäftigen. Genau, und das wäre ja so dann auch der Punkt, wo wir auch schon drüber gesprochen hatten. Also die Frage, ja, ist es dann eher das Spiel, also, oder die Auseinandersetzung, und ist es dann überhaupt notwendig, dass es das Kunstwerk dann gibt? Oder, also ist es dann vielleicht so der Auslöser für mich und der Ort, an dem ich so denke und mich so verhalte, also wie ich ja auch in der Andacht in einer gewissen Haltung bin, weil ein gutes Beispiel für mich immer so auf der Documenta, der letzten gab es diesen große Arbeiter, da wurden Nähmaschinen nachgeschnitzt aus Holz, eine ganze Nähstube mit allen Details, eine wahnsinnige Arbeit, die ist ja mehrfach dokumentiert, die wurde fotografiert von allen Seiten, weil es so ein wahnsinniger Aufwand wohl auch ist und auch spektakulär aussieht. Die einzelne, eine Nähmaschine an sich eröffnet ja so viele Felder, wenn wir uns die hier hinstellen und darüber nachdenken, dass sie Metallteile hat in einer Präzision, dass wir Löcher graben und Metall da rausholen und das Metall irgendwie Teil des Universums ist, dann ist da auch noch Strom im Spiel. Und was ist das eigentlich? Also da könnte ich ja auch ganz viel denken und auch in so einen kontemplativen Moment hineinkommen. Aber irgendwie ist es dann so, wenn diese Maschine vielleicht sogar als Reproduktion, als Abbildung oder aus einem anderen Material im Kunstkontext steht, löst sie unweigerlich so ähnliche Gedanken oder Gedanken überhaupt aus. Wenn sie so auf meinem Schreibtisch steht, als Arbeitsgerät, muss ich auch täglich dran vorbeigehen, sonst wäre ja auch jeder Gegenstand in meinem Umraum Gegenstand der Betrachtung. Psychologische Replik oder Anregung? Ich glaube, eher in einer philosophischen Tradition, dass visuelle Kunst oder bildende Kunst, also Kunstwerke, ganz häufig ein Element haben, das auf den Wahrnehmungsprozess verweist. Also ich müsste überlegen, ob es ganz große Ausnahmen gibt, aber das, was fast immer passiert, wenn Sie sich wirklich auf ein Kunstwerk einlassen oder wenn Personen sich auf ein Kunstwerk einlassen, es länger betrachten, dass sie sich ihrer eigenen Wahrnehmung gewahr werden. Während die Beschreibung jetzt dieses Wunders eines Computers, eines Autos, einer Nähmaschine, ich will nicht sagen, dass das in jeder Hinsicht was ganz anderes sein muss, aber es ist nie selbstreferenziell oder fast nie. Man kann natürlich auch dann überlegen, was könnte ich mit dem Gerät tun und so weiter, aber dieses Wissen, ich gehe jetzt irgendwo hin, um den Blick, also das vielleicht auch als Metapher, vielleicht etwas altbacken klingend, aber so den Blick auf die Welt durch den Künstler einzunehmen, das ist ja eben auch mein eigener Blick, den ich auf die Dinge dadurch habe. Und ich glaube, dass dieses Sensorische, immer wieder auf das Perzeptuelle zurückgehende, auch das Modell, was ich Ihnen vorhin mal gezeigt habe, dieses Stufenmodell, das nimmt an, dass wir in Schleifen immer wieder zu den Ausgangswahrnehmungen zurückkehren, das ist, glaube ich, ein Wesen dieser Künste. Und das wird, wenn Sie eine Evidenz dafür haben wollen, liegt es da, ist zum Beispiel
dass die Kunstwerke sich über die Zeit fast nicht verändern. Das heißt, sie erlauben mir immer wieder zu sagen, hoppla, ich habe es ja schon mal angeschaut, aber wenn ich heute Morgen wieder hingehe, wenn ich mich verändere, weil ich verändere mich ja, Sie als Person verändern sich ja ununterbrochen durch das akkumulierte Wissen, durch Ihre Lernerfahrung, durch Ihre täglichen Erfahrungen. Wir verändern uns ja von Moment zu Moment. Wir sind wirklich, das ist jetzt, hört sich an wie Psychoanalyse, ist es aber nicht, aber wir sind immer jemand anders. Ne? Wir haben nur dieses wahnsinnig starke Ich, Überzeugung, die uns glauben lässt, dass dahinter eine immer konstante Persönlichkeit ist, die aber natürlich durch Erfahrungen, die wir machen, ständig verändert wird. Das nennen wir Lernen. Deswegen sind Sie heute hier. Wenn Sie heute haben ein paar anregende Gedanken gehört haben, dann haben Sie damit tatsächlich Ihre Hirnsubstanz, Ihren Geist und so weiter verändert und sind morgen etwas jemand anders und würden, das wäre natürlich jetzt für mich als Psychologe traumhaft, wenn Sie nach Hause gehen und Sie haben dort Kunstwerke, vielleicht mit, im Sinne des heute Gehörten einen anderen Blick drauf haben. Aber der Blick ist Ihr Blick. Das Kunstwerk selbst hat sich dadurch nicht verändert. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die für diesen visuellen Prozess ganz relevant ist und vielleicht für sehr, sehr viele Kunstformen gilt. Ja. Wir hatten vorhin ja schon noch so einige Sachen angesprochen. Ich versuche gerade noch mal zurückzugehen, weil da war noch mal was. Aber also ich kann ja vielleicht noch mal ganz, wenn ich das noch fortsetze, das, was in der Kunstbetrachtung an besonderen Erlebnissen produziert ist, ist zum Beispiel diese enge Verschränkung von Kognition und Emotionen. Selten ist Kunstbetrachtung emotionslos und die Emotionen moderieren sich über das, was sie nachdenken. Das gilt allerdings auch, wenn sie einen Film schauen, wenn sie ein Buch lesen und so weiter. Sie kennen das, wenn man in das Werk hineingeht. Aber zum Beispiel ist interessant an den Künsten, das wäre vielleicht ein Verweis auf etwas Spielerisches, dass sie in der Kunst negativ emotionale Inhalte durchaus genießen können. Das kennen fast alle Leute aus der Musik, dass traurige Musik sehr positiv sein kann, dass man sich da reinfindet und positive Gefühle über diese Trauer hat, aber in den Künsten, besonders in den letzten 50, 100 Jahren, nochmal teilweise extremer. Da sind ekelerregende, schreckende, betreffend machende, traurig machende Gegenstände ästhetisch erfahrbar und führen am Ende dieser Erfahrung zu etwas sehr angeregtem, positivem, was man wahrscheinlich auch im Gehirn als eine positive Belohnungsreaktion messen kann, obwohl die Gegenstände negativ sind. Und wenn man das aus der Sicht der Evolution sieht, ist Trauer ist eine Verarbeitungsstrategie eines emotionsempfindenden Wesens, um mit negativen Erlebnissen zu Rande zu kommen, die zu neu zu bewerten, über lange Sicht zu integrieren und irgendwann den daraus folgenden Schmerz oder sowas zu überwinden. Aber in den Künsten können wir das fast spielerisch, wir setzen uns dem auf, und da muss man nicht an Horrorfilme denken, sondern das hat sich die Kunst zunutze gemacht, überhaupt emotionsauslösende Gegenstände zu präsentieren und zu wissen, dass wir als Betrachter in diesem geschützten Setting, da kommt vielleicht dann wieder der spezielle Raum, der abgegrenzt ist nach außen hin, nicht mit Wegrennen, mit Weinen, mit Schimpfen, mit Aggression oder sowas reagieren, sondern uns selber dabei wieder beobachten und erleben in diesem emotionalen Prozess und dann fast spielerisch in einer As-If-Situation damit umgehen. Vielleicht braucht er deswegen so einen weißen Cube, der das Ganze nach außen hin etwas abschottet, oder vielleicht ist es deswegen günstig für die eigentlich gewünschten, durch das Kunstwerk hervorgerufenen emotionalen, kognitiven Zustände. Ja, mir scheint, also das ist, ich kenne das so von mir, wenn ich in anderen Städten bin, das ist immer ein Ort, wo ich alle Regeln kenne, also da gehe ich rein, das Kunstmuseum, die sind sich sehr ähnlich, also die moderne Kunst zeigen, wie man das bezeichnet, oder die Kunsthallen, Kunstvereine, das ist ein ähnlicher Vorgang, und da entsteht auch so ein Gefühl von, naja, Heimat, Vertrautheit, also was mir auch oft wichtig ist. Also das ist so ein Ruhepol auch im Auslandsaufenthalt, kann das sein, ein schöner Tag auch,
einfach an diese Orte zu gehen, auch zum wiederholten Mal, wo man die Ausstellung schon gesehen hat. Ja, weil das gut, weil es auch das Beschäftigungsfeld ist, wahrscheinlich auch. Aber auch, weil es ein Ort ist, wo man die Regeln, die Codes kennt und der so wie ein kleines Raumschiff in verschiedensten Gegenden ja auch schon mittlerweile gelandet ist, immer wieder gleich. So, wenn man früher als römische Stadt ein Bad brauchte, braucht man heute das Museum als Ort der geistigen Erquickung. Also ich finde, das passt mir gut, weil es damit einhergeht, dass wir glauben, dass eine Erklärung dafür, weshalb es Kunst ist, dass sie uns so wohl tut. Das wäre ja durch dieses, man muss dafür bestimmte Sachen kennen, das tut nicht jedem gleichermaßen gut. Nicht alle Schulklassen, die durch ein Museum geschleust werden, würden alle Schulkinder hinterher sagen, hat die ganze Zeit in meinem Hirnchen nur das Belohnungszentrum gebimmelt, weil das so unheimlich wohltuend und schön war. Aber es hat dieses Potenzial, wenn man sich bildet, wenn man sich darauf einlässt und man die entsprechenden Informationen sucht. Aber dann frage ich mich doch, interessanterweise, warum ist es dann eigentlich so schwierig und für so viele Menschen nicht ganz so zugänglich? Warum gibt es da nicht vorne für jeden, der mag ein Getränk oder lümmelige Bänke, außer bei Pippi Lottierist sieht man das selten, dass man sich hinfläzen kann. Die Menschen sind ja müde nach der Arbeit, also die meisten oder die Glücklichen, die Arbeit haben, die kommen ja dann in den Randzeiten, nachdem sie erschöpft aus dem Büro, noch kurz vor 18 Uhr oder Donnerstag, vielleicht länger, ich weiß nicht, wie das hier ist, ins Museum gehen. Und warum macht man es dann nicht gemütlicher, zugänglicher, einfacher? Warum ja, das ist ja die Frage. Also asketischer Aufwand. Ja. Ja, und auch die Uhrzeit. Also das ist auch was, was ich für mich auch immer das Rätsel bleibt, so ein bisschen, warum wir das in unserer westlichen Welt so eingerichtet haben, dass das nicht Freizeit, in Anführungszeichen, seit der Erfindung der Freizeit, Freizeitprogramm ist, sondern in einen anderen Bereich dann doch gehört oder auf jeden Fall in der Woche. Ja, das... Du musst mal ganz kurz, wenn ich darf, zwischenfragen, also weil die beiden gerade so tun, als ob das Museum quasi als Konstrukt funktioniert, aber wir erleben ja eigentlich gerade einen kompletten Wandel, dass das Museum eigentlich so, wie es da steht, und auch als White Cube an vielen Stellen überhaupt nicht mehr funktioniert und die Vernissage eigentlich abgelöst wird von der After Hour, vom Happening, vom Event. Also eben diese Eventkultur ganz stark Einzug hält in diesen quasi so gesprochenen White Cube. Und das finde ich schon ein ganz wichtiges Element, was man eigentlich mitdenken muss. Aber es sind immer noch keine Zelte, die wir aufbauen für die Kunst, es sind immer Paläste, es sind immer große Namen, es ist immer viel Geld noch, es ist ja auch keine Kritik irgendwie jetzt so direkt, es ist ja nur so diese, also immer so, ich glaube generell, was ich auch sagen wollte, ich mache jetzt hier keine große White Cube Kritik, weil meine Arbeit auch mit dem Gedanken ist irgendwie auch so passiert, aber es ist so das Thema auch dann, und ich glaube ich finde es wichtig, die Auseinandersetzung, das Wissen darum, um diese Ebene, aber beim Betrachter und beim Kunstschaffenden, ist das, weil dann entsteht auch nochmal ein weiterer Schritt in der Kunst. Also wir sind ansonsten eher bei dem Punkt, also dieses Hinterfragen, es geht halt nicht, dass wir den Sockel da hinstellen, was da drauf, und den Sockel aus ignorieren und den Raum ignorieren. Also ich glaube, das muss man mitdenken, um weiterzukommen einfach in der Entwicklung der Kunst. Ja, und es gibt ja diesen Raum, es gibt so eine Idee, woher der kommt, und sicherlich die Museumsgebäude werden von außen immer verdreht oder werden auch, verändern sich, aber es sind ja immer noch ganz wichtige Monumente in den Städten, also diese Gebäude, wenn sie gebaut werden. Also die haben ja, und das ist ja nur so diese Frage danach, also sie entsetzen ja auch wirklich die Kathedralen so ein bisschen. Also es ist ja auch, es sind ja Landmarks, da toben sich die Architekten aus, sie sind froh, wenn sie das Museum bauen können, weil da kann man wirklich mal sich frei bewegen oft. Ist ja die Frage, also auch wie man das sieht, ob das ein Funktionsraum ist oder was für ein Raum man das begreift. Aber ich glaube, es ist ja sehr wichtig, dass so. Deswegen, also ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass. Aber die rot gemalte Wand ist halt immer rot gemalt. Also die liegt halt auf der weißen Wand drauf, in der Wahrnehmung, in unserer Vorstellung. So, das ist halt noch so. Und das kennt man dann. Also wird das mal verändert, dann ist der Boden anders, aber man weiß, es gibt immer eigentlich dieses neutrale Licht und diesen Code einfach. Und den aufzubrechen, das ist schon nochmal ein anderer Schritt, passiert auch bestimmt. Ist ja auch schon im Gang, das stimmt. Ich glaube auch nicht, dass wir so naiv dastehen wollten, dass wir glauben, die Sachen ändern sich nicht.
diese Veränderungen zu beobachten, das ist, glaube ich, das Spannende. Aber wir haben uns im heutigen Vortrag überlegt, dass wir ausgehen von diesem Konzept und hinterfragen, was das eigentlich ist. Sie haben ja vorhin mein nicht ganz gemeint, ernst gemeintes, etwas Entsetzen so, wer hat das eigentlich erfunden? Wo kommt das eigentlich her? Und das sind ja keine schlechten Fragen, in dem Kontext sich zu fragen, woher kommen bestimmte Dinge? Das ist so ähnlich wie am Anfang. Das ist schwierig, das kommt aus dem Sakralraum. Kunst, man kann ja nicht von Kunst so unhistorisch sprechen, sondern die Entwicklung der Kunst kommt ja aus dieser Rückbindung an Transzendenz, also Überschreitung. Dieser Begriff, der fehlt ja auch in der Betrachtung. In dem Moment, wo Sie Transzendenz einführen, also dieses Meditative, erklärt sich ja unheimlich viel. Also Sie brauchen sozusagen diesen sakralen Raum, der eben heute säkularisiert ist, aber im weiten Flug eben letztlich doch noch als sakraler Raum mehr oder weniger funktioniert. Das heißt, wir sind auch dressiert darauf, auf dieses Loslassen von allem, was mit Nützlichkeit in Verbindung gebracht werden kann, sondern auf diese Interaktion mit diesem komischen Ding, was wir dann da vor uns haben, ob wir das Bild nennen oder wer weiß, was das ist. Also mir fiel die ganze Zeit ein, hier in Köln war vor einigen Jahren eine sehr schöne Ausstellung über mittelalterliche Malerei und es gibt ja hier die Schildergasse. Ist ja bekannt. Und im Holländischen heißt der Maler auch immer noch Schilderin. Und das Schild, das kennt ja jeder. Das ist so dieses Ding, was die Krieger so vor sich hatten. Und das, diese Schilderer, das waren die Leute, die das bemalt haben. Deshalb gibt es diesen Wortstamm. Und das diente dazu, um dem Feind, also Grusel einzujagen, sage ich jetzt mal. Also einen Imaginationsraum herzustellen, der dann mit diesem göttlichen, unbekannten Luminose die Leute in Kontakt brachte. Und daraus hat sich dann irgendwann das entwickelt, was wir heute Bild nennen. Ich glaube nicht, dass das so schlüssig ist, wie Sie das ableiten. Ja, so, Sie können das nicht so unhistorisch sagen. Das mache ich ja gar nicht. Wir reden ja, die ganze doch, Zeit ja über Geschichte. Mittelalterliche Malerei hatte in dem Sinne, da gab es diesen Künstler ja als individuellen Ausführenden noch gar nicht, sondern es ging ja nur irgendwie dieses Geheimnis, irgendwie gestalthaft, bildhaft, fassbar zu machen. Aber jetzt reden Sie über eine Psychologie von Menschen, über deren Erleben wir ganz, ganz wenige Quellen haben. Wir wissen nicht, ob dem so ist. Also es ist jetzt auch schon hochspekulativ, was Sie jetzt machen. Also es ist für mich zu spekulativ, weil ich das nicht wirklich überprüfen kann mit den Methoden. Aber das, was Sie sagen, was Erklärungen dafür sind, weshalb die Dinge so sind, das haben wir doch sehr explizit so angesprochen. Wir haben ja gerade auf diese Funktion hingewiesen, dass durch die Isolation des Objektes, das Stellen in einen geschützten Raum, tatsächlich solche Arten des Umgangs möglich sind, die wir sonst in unserem Alltag, ne, des 20. Jahrhunderts und 21. Jahrhunderts selten haben. Also dass da wirklich eine spezielle Funktion garantiert. Die Frage ist nur, das war auch die von Ihrem Vorredner, ob das notwendigerweise so sein muss und ob das die einzige Antwort ist oder ob wir nicht, wie bei vielem, immer wieder sich verändernde Strukturen erleben. Aber eben viele von uns aufgewachsen sind mit diesem Modell, dass Museen weiß, still, ruhig und proper, sauber und clean zu sein haben und das Kunstwerk diese Aura des Isolierten haben muss. Wobei ja wir wissen, und auch die Kunst, von der Sie reden, oder die Künste und die Schilder, die sind in ganz speziellen Kontexten gewesen. Niemand hätte in diesem Mittelalter vermutlich gesagt, jetzt machen wir mal einen weißen Raum und stellen da die Schilder hin, dann können mal die Bürger des alten Kölns da vorbei defilieren und künstlerischen Genuss gewinnen. Nein, das waren ganz starke Funktion. Und ein bisschen hat sich die Kunst seit dem 18., 19. Jahrhundert von diesen offensichtlichen Funktionen befreit, sicherlich nicht vollständig, aber das versucht. Und die Frage ist, was bleibt dann über? Was ist das, was sie ermöglicht, was sie liefert? Und die psychologische Seite kann nur eine sein, die das an Personen untersuchbar macht oder Hypothesen darüber aufstellt, die sie versucht zu überprüfen, an den jetzt Lebenden und Untersuchbaren. Das ist leider unsere Hauptrestriktion. Wir wissen das aber, da kann man nicht viel machen. Wir können nicht viel untersuchen über Leute des 19. Jahrhunderts. Ich hatte ja auch, das war ja auch für mich so, das historisch aufzurollen. Ich glaube immer so, das ist ja auch dann die Frage, also was Historie ist und warum sich Dinge entwickeln, gibt es dann diese Antworten drauf. Das ist ja auch immer so der Mensch, der irgendwie sich darin bewegt und in dieser Zeit und ja auch irgendwas fordert, was er selber vielleicht ja auch in dem Moment nicht versprachlichen kann, wo er da drin steckt. Und deswegen war ja auch so diese
Frage auch von mir, also ganz gezielt irgendwie an jemanden, der sich da aus psychologischer Sicht beschäftigt, weil die Historie kann schlüssig sein, so wenn das dann später aufgerollt wird in der logischen Kette, aber wenn man das auch jetzt am eigenen Erleben einfach so aufrollt, das fand ich spannend, weil das, ja, und immer, wie gesagt, das Anliegen daran oder auch so für mich, dass das eine Ebene ist, die irgendwie mitgedacht, also in meinen Augen oder für mich mitgedacht werden muss beim Kunstschaffen oder bei Kunstbetrachtung, dass man nicht naiv da drin steht und gar nicht so, also das ist, finde ich, ein wichtiges Moment. Es ist ja eher so, dass wir auf die Kunst der Vergangenheit oder die Künstler, die künstlerischen Produkte genau diesen Blick überstülpen. Wenn wir buddhistische Skulpturen, mittelalterliche Holzschilde im Museum in der Vitrine jetzt ausstellen, dann machen wir damit etwas, was wir sonst eigentlich für die Gegenwartskunst vielleicht für angemessen halten, weil wir dieses Konzept des White Cubes verinnerlicht haben oder das eben für unsere Zeit bestimmte Funktionen erfüllt. Aber da werden die Dinge natürlich aus ihren Kontexten ganz rausgelöst, vermute ich jetzt mal. Darf ich einmal nachhaken? Aber ich habe jetzt gerade drei verschiedene Diskussionen. Einmal der White Cube, wie ist das da? Ihren Punkt verstehe ich, okay, wie die Kunst war. Das sind zwei getrennte Sachen, meiner Meinung nach. Natürlich kann ich die Räumlichkeit Wahrnehmung schaffen. Und der dritte Teil ist doch aber, woher kommt Kunst und was sagt denn Kunst? Und ich sag mal, da ist mir eben mal kurz eine klassische Höhlenmalerei aufgekommen. So, also klar, Sie untersuchen jetzt, wie nehmen das aktiv war, wenn wir das ein paar tausend Jahre zurückverfolgen. Aber es geht doch grundsätzlich bei Kunst darum, um etwas weiterzugeben, Erfahrung weiterzugeben, Lehrmeister zu sein, Dinge an weitere Generationen zu vermitteln. Und das nehme ich auch heutzutage bei Kunst noch so wahr. Erfahrung von anderen Leuten, die ich verstehe, die mir dargestellt wird, egal in welcher Form. Und ich finde, diese drei Punkte muss man aber grundsätzlich trennen. Also White Cube, die Wahrnehmung von Kunst und was sagt mir Kunst. Und die Differenzierung fehlt mir noch ein bisschen und Sie können aber ja nicht ignorieren, dass die Wahrnehmung aktuell, die Sie jetzt betrachten, nicht die bisherige Wahrnehmung oder Entwicklung von Schildern etc. rechtfertigt. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Also den einen Punkt, dass Kunst sich dass das unbezweifelt ist, dass es da heißt, dass Erfahrung weiterzugeben ist, dafür habe ich nicht viel Evidenz. Das kann eine von vielen Funktionen sein. Evolutionspsychologische Ansätze sind da keineswegs so eindeutig, wie Sie das annehmen, aber das ist auch nicht mein Forschungsthema. Also wie Kunst wahrgenommen wird, das ist mein Forschungsthema und das ist nie zu trennen von den Erfahrungen, die der Einzelne gemacht hat und dem Wissen. Also das Beispiel mit den Schildern, wenn wir das wieder aufgreifen, egal welches Kunstwerk, ohne ein bestimmtes Wissen, gehen einem Ebenen verloren oder erschließen sich einem bestimmte Ebenen nicht, die sehr, sehr interessant sein können, die sehr spannend sein können. Das gilt für viele Dinge im Leben, das ist ein ganz generelles Prinzip des Menschen. Mein Kollege Biederman aus Kalifornien hat mal gesagt, wir sind Infowars, also statt Fleischessern hat er gesagt, wir sind Informationsfresser. Wir sind ausgestattet mit einem Neugiersinn, der wirklich versucht, immer wieder auch neue Sachen anzugehen. Neue Sachen sind ja, wenn man es von der Evolution her sieht, überhaupt nicht so leicht. Die haben ja oft die Gefahr, dass wir nicht genau wissen, was es mit ihnen auf sich hat. Also neue Dinge sollten wir eigentlich meiden, aber wir mögen in den Künsten, in allen Formen der Kultur, suchen wir Neuheiten, Innovationen und finden das faszinierend, uns damit zu beschäftigen, weil das in unserem Wesen ist, Dinge aufzunehmen. Der White Cube, das war nur das, was uns angeregt hat, zu überlegen, inwieweit viele Kunstwerke diesen Kontext brauchen, für den Kontext gemacht werden und damit interagieren. Und somit dann die Untersuchung des Kunstwerkes per se kurz fällt für bestimmte Sachen, aber andererseits sich auch die Frage stellt, Dinge, die für Räume geschaffen wurden, hätten die ähnliche Wirkung, könnten die zukünftig in anderen Räumen andere Wirkungen haben, werden sie die haben, oder ist das Konzept so stark, dass das nicht anders geht? Dass Steinplatten, die als Kreis auf einen anderen Steinboden von in den weißen Raum gelegt wurden, dass man sich die kaum anders vorstellen kann oder nicht? Ja, auch das, was Sie gesagt haben, dann kommt vielleicht, gibt es Bewegung geben, dass Kunst wieder näher an den Menschen kommt. Soweit ich informiert bin, ich bin kein Kunsthistoriker, war im goldenen Zeitalter der Niederlande
Gemälde eher sowas wie ein Alltagsgegenstand, den man hatte. Es gab auch das Konzept des Künstlers mit seiner Aura und im Besonderen in dem Maße noch nicht. Aber es waren halt Dinge wie ein Krug, wie eine Truhe, hatte man auch Kunstwerke oder Gemälde. Und die hat man auch verkauft, die hat man weitergegeben, an denen hat man sich aber auch erfreut. Und die waren vielleicht näher am Menschen dran, als das heutzutage mit der musealen Idee ist. Vielleicht ist das eine interessante, anregende Sache. Ja, es gab ja eh nicht viel zu sehen. Ich habe auch eine Frage. Ich habe eine Frage, ich bin Kunsthistoriker. Sie machen die Situation, also dieser Landstreckenversuch da, mit dem Museum und dasselbe Bild vor dem Computer. Haben Sie schon mal überlegt, auch andere Ausstellungssituationen zu nehmen, wie Kunst im öffentlichen Raum, im Skulpturenpark, auf der Documenta, im Privatraum? Also da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, wo man, also ich habe persönlich, das liegt bestimmt in meinem Hintergrund, Problem damit, dass man sagt, man geht vor den Computer und macht die Abbildung und dann das Original. Weil dann hat man, vielleicht guckt die Person dann einfach, finde ich das Bild auf dem Computer besser oder das Original. Also das ist, ja, also da hatte ich gerade so meine Fragen, ob man nicht sagen müsste, man muss zwei Originale vergleichen in unterschiedlichen Ausstellungskontexten. Ja, haben wir auch gemacht, wie gesagt. Das ist auch ein Teil der Forschung, die wir machen. Ist natürlich nicht ganz so einfach, man muss dann jemanden dazu bringen, dann die Kunstwerke zur Verfügung zu stellen, das haben wir aber in Wien. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, bestimmte Sachen können wir dann nicht untersuchen, weil es einfach nicht geht. Ne, wenn es tolle Kunst ist, können wir da Leute nicht mit leicht in so einem EEG-Labor oder wenn sie, was viele Leute denken, was Psychologie auch ist, im Scanner die Hirnaktivitäten zu untersuchen, da kann man keine Originale zeigen. Geht leider nicht, haben wir die technischen Möglichkeiten nicht. Aber Ihre Frage ist sowas von berechtigt, habe ich aber am Anfang auch, glaube ich, versucht sehr klar zu machen, dass das für uns ein echter Lernprozess war zu sehen, dass wir diesen Kontext und die Authentizität des Kunstwerkes als zwei wichtige Variablen aus unserer Tradition heraus mehr oder minder ignoriert hatten. Was wir im Moment ganz Spannendes machen, ist, wir statten Personen mit dieser tragbaren Augenbewegungsbrille auf. Die hat dann, wir haben jetzt ein neues Modul gekauft, wo das Ganze über Funk die Daten gegeben werden, sodass man auch nicht mehr viel mit sich umtragen muss. Und wir lassen die einfach durch die Stadt oder bei uns am Donaukanal. Das ist so ein öffentlicher Raum, in dem Kunst, in dem Kunstplakate, Skulpturen, aber auch viel Natur und so weiter sind. Und wir forschen in der ersten Studie, ob Leute überhaupt, wenn sie dann hinterher uns darüber noch Auskunft geben, Sequenz für Sequenz, wie so beim Cutting durch den Film hindurchgehen, den wir auch gleichzeitig mit einer Minikamera aufzeichnen können und ihre Augenbewegungen aufgezeichnet haben, ob sie tatsächlich von Dingen angezogen sind, weil sie sie ästhetisch finden. Mit der Idee, können wir eigentlich im Alltag überhaupt Dinge isolieren, die man als ästhetische erfährt. Was ein bisschen für unsere Forschung fundamental die Frage stellt, ob dieses, wenn wir schöne Gesichter, schönes Design, nicht schöne Gesichter, nicht schönes Design, moderne, alte, klassische, abstrakte oder was auch Kunst zeigen, dann ist das immer der Forscher, der auswählt, was die Versuchsperson sieht. Natürlich ausgewählt, weil wir Hypothesen testen, Ideen haben, was wir daran untersuchen wollen, emotionales Verhalten, Einschätzungen, Blickverhalten oder sonst was. Aber ob im Alltag überhaupt diese Rolle der Schönheit, die ja oft kursiert und gesagt wird, wir leben in einem Zeitalter, in dem alles schön sein soll oder wo Schönheit so ein wichtiger Sales Point für alles Mögliche ist, ob das tatsächlich auch zu finden ist. Das wären so ganz aktuelle Studien, die wir machen. Ja, ich habe auch eine Frage und zwar auch in Bezug auf, was der andere hinten gesagt hat. Und zwar gibt es ja auch viele Unternehmen, die Kunstsammeln und ausstellen, zum Beispiel vor allem im Finanzsektor, aber auch Zahnärzte und so weiter. Und, wie schön, dass die Zahnärzte Unternehmen. Ja, warum sie das machen, ist einmal so dahingestellt, das ist schon angesprochen. Aber sie behaupten auch, dass es einen positiven Effekt hat auf die Moral der Mitarbeiter. Ist es nicht auch etwas, was Sie erforschen könnten, wenn es um die Umgebung der Kunst geht? Also wenn es zum Beispiel im Arbeitsbereich ist oder ja, beim Zahnarzt, dass es eine ruhige Wirkung hat? Ja, gute Frage, ja. Könnte ich weiter erforschen, aber unsere Forschung würde zum Beispiel sagen, das Wohltuende, wenn Leute Dinge betrachten, die sie ästhetisch interessant finden. Und da ist natürlich jetzt die Frage, das gilt nicht, dass für den Zahnarzt wird das Problem sein, dass nicht jedem alles gefällt. Und wenn Sie einen Zahnarzt haben, der versucht, seine Klientel durch Bilder so zu beglücken, dann wissen Sie, dass das auch manchmal dramatisch schiefgehen kann.
Aber so vom Prinzip her. Es geht ja nicht um die Ästhetik. Genau, aber wenn es die Ästhetik wäre, zum Beispiel mit ihrer wohltuenden Wirkung, die sie hat, ne, angeregte, positive, emotionale Zustände eigentlich hervorzurufen und auch über eine gewisse Zeit lang beibehalten zu können, dann, ich meine, ich werde das jetzt nicht direkt untersuchen können, dafür fehlt mir gerade die Zeit, aber dann kann man da sicherlich aus psychologischer Sicht die entsprechenden Erkenntnisse zuliefern. Also was wir zum Beispiel gemacht haben, eine Studie, die viel beachtet war, wir haben im letzten Jahr gezeigt, dass Alzheimer-erkrankte Personen auch in einem späten Stadium ihrer Erkrankung, wo sie sich an viele Dinge nicht mehr erinnern können, also eine wirklich für denjenigen, der das nicht erlebt hat, ein wirklich furchtbares Erkrankungsbild, in dem das Gedächtnis nach und nach völlig zerfällt und zum Beispiel in unserer Untersuchung wir Versuchspersonen zweimal getestet haben, indem wir ihnen Bilder vorgelegt haben und sie gebeten haben, die in einer ästhetischen Reihenfolge aufzulegen. Um zu gucken, haben die bestimmte Präferenzen. Das ist sehr schwierig, weil im Moment, wo man ihnen die Instruktionen gibt, sie anfangen schon zu vergessen, was sie tun sollen. Aber man kann sie dazu bringen, zu sagen, welches ist das Schönste hier von Postkarten, von Reproduktionen von Kunstwerken. Dann legen sie eine Reihenfolge. Wenn man sie eine Woche später wieder besucht, können sie sich weder erinnern, dass sie jemals da waren, noch dass sie jemals diese Bilder gesehen haben, noch was sie gemacht haben. Aber sie legen dieselbe Reihenfolge. Ein Hinweis darauf, dass wir geschlossen haben, dieser ästhetische Sinn, dass wir bestimmte Sachen für ästhetisch ansprechend, schön und so weiter halten, scheint eine Stabilität zu haben, selbst wenn fundamentale Aspekte des Gedächtnisses verschwunden sind. Und das wäre so etwas, was vielleicht von unserer Forschung am ehesten in die Richtung geht, solcher Anwendungen, nur wo man dann tatsächlich schaut, jetzt unabhängig von dem, was Kunst ist und so weiter, wir nehmen dann natürlich bekannte Kunstwerke als Postkarten oder sowas, aber schaut, ob der ästhetische Sinn etwas ist, was funktional von anderen Dingen getrennt ist und vielleicht eine positive Wirkung weiterentwickelt. Ja, ich finde vielleicht den Fragestellen auch interessant in Bezug auf das virtuelle Museum. Denn viele Museen sind sich ja nicht daran schlüssig, inwieweit sie jetzt in die Richtung gehen sollen, ob sie sich da selbst das Wasser abgraben oder nicht, ob die Leute dann überhaupt noch kommen, wenn sie sich alles noch gut angucken können. Und da finde ich das ganz interessant, eben zu sehen, gibt es da wirklich fundamentale Unterschiede, sind man Künstler wirklich ganz anders wahrnimmt, ersetzt das wirklich das Sehen vor Ort oder ist das eben eine ganz andere Ebene? Und das war auch der Grund, weshalb dieses Museum in Wien sofort mitgemacht hat. Wir arbeiten jetzt auch mit dem Kunsthistorischen und mit der Albertina über die Kunstgeschichtler, mit denen wir kooperieren. Aber die fanden genau das relevant, haben aber auch ein bisschen Sorgen gehabt, was rauskommt. Aber die Befunde, die wir jetzt haben, sind zumindest diese anfänglichen Studien. Also ich gebe Ihnen auch zu, dass, da kann noch sehr viel mehr geforscht werden und müsste vielleicht noch mehr geforscht werden. Aber ich bin eben auch nur eine Person mit einer Arbeitsgruppe und kann nicht alles das machen, was ich möchte, aber dass die Ergebnisse eindeutig zeigen, da ist viel mehr im Museum, als dass das nur etwas ist, wo man in der Reproduktion zu Hause genau dasselbe erfahren würde oder könnte. Das ist keine Frage. Aber was ist denn zum Beispiel, jetzt kommen ja diese 3D-Welten und so, das wird ja also eine Wahrnehmung nochmal fundamental eigentlich, oder? Weil es eine Räumlichkeit vorgibt, die auch irgendwie viel erfahrbarer ist, als wenn ich das jetzt auf dem Bildschirm angucken zum Beispiel, aber jetzt der, zu der Sache im Museum ja noch, was weiß ich, andere Dinge dazu gehören, wie Geruch oder was weiß ich, was dann lesen, also was dann auch kommt, aber gibt es da schon Studien zu diskutieren? Also wir sind gerade in Verhandlungen mit unseren Virtual Reality Leuten, das sind Informatiker, das sind natürlich wieder ganz andere Menschen als wir und als Sie, aber versuchen wir auszuloten, ob die Technologie, also ob die leistbar wäre für uns, um solche Forschung zu machen. Ich glaube auch nicht, dass dann die Frage des virtuellen Museums die allerwichtigste ist, die uns umtreibt. Also wenn Sie sich überlegen, welche Möglichkeiten uns diese Spielehersteller, das ist eine der größten Industrien, die wir überhaupt auf der Welt haben, also in einer digitalisierten Weltsimulation, welche Möglichkeiten das bietet, dann ist eben Kunst wirklich nur ein und vielleicht nicht der aller naheliegendste Teil. Also ich kann da nur zu sagen, wir sehen diese Möglichkeiten für unsere Forschung, wir finden es auch spannend, das zu erforschen, aber vieles ist auch eine Geldfrage und eine Relevanzfrage. Die Möglichkeiten, dass die Welt simuliert wird, also das ist etwas, was die Jüngeren unter Ihnen oder unter uns
sicherlich in einem Ausmaß noch kennenlernen werden, das wir uns im Moment noch nicht vorstellen können. Denn psychologisch gesehen ist der Fall ganz einfach. Wir haben, vielleicht darf ich das noch kurz sagen, bevor wir weitergehen, wir haben, ich bin ja Wahrnehmungspsychologe von Haus aus, wir nehmen die Welt über unsere Sinne wahr. Und das sind Augen, Geruch, Sie haben Geruch genannt, Gehör ist ganz wichtig, vielleicht der zweitmächtigste Sinn. Das Faszinierende aber daran, Wahrnehmungspsychologe zu sein, ist, dass wir überhaupt keinen direkten Zugang zu unserer umgebenden Wirklichkeit haben. Also das ist, wenn man darüber nachdenkt, da wird mir selber schwindelig, ob der Aufgabe, die ich als Wahrnehmungspsychologe habe, zu versuchen zu erforschen, wie wir zum Beispiel glauben, die Welt sehen zu können. Das ist ein unfassbarer Vorgang, bei dem Lichtphotonen, die von vermeintlichen Gegenständen um uns herum, von unseren beiden wassergefüllten Glubschkugeln, die wir vorne aus unserem Körper herauswachsen haben und die wir Augen nennen, durch winzige kleine Löcher, die wir durch Muskeln koordinieren können, auf Strukturen fallen, die dann Stoffe zerfallen lassen, die Aktionspotenziale hervorrufen und dann über Umschaltungen im Gehirn zu elektrischen Aktivierungsmustern führen. Und die haben eine solche Erlebnisqualität, dass wir alle, wenn sie jetzt aufstehen würden und sich umdrehen würden, glauben, dass wir in einem Raum mit 70 Personen sitzen und dass das, was wir da sehen, tatsächlich so unbezweifelbar Wirklichkeit ist. Und es ist so perfekt, diese Rekonstruktion, die unser Gehirn vornimmt, dass wir, ich würde auf sie zugehen und jedem von ihnen die Hand schütteln. Was unfassbar ist, wenn man bedenkt, dass sie ja nichts anderes als die Ausbeutung von Lichtphotonen, und zwar relativ wenigen, weil es ist jetzt nicht besonders hell, in einem permanenten Upgrading-Prozess des Gehirns sind, der ganz viele Mechanismen entwickelt hat über die Evolution, die dafür sorgen, dass das, was ich an tatsächlichen Handlungen durchführen möchte, in einer großen Wahrscheinlichkeit durch diese Ausbeutung bedient wird. Das ist Wahrnehmung. Wenn Sie jetzt überlegen, was eine virtuelle Realität ist, heißt das nur, Sie müssen diese Zellen, diese Ohrenzellen, die Geschmackszellen, die Körperzellen auf eine andere Art so simulieren, so stimulieren, dass sich das Ganze anfühlt, dass es dieselben Empfindungen auslöst wie etwas Visuelles. Das machen alle Bilder, Filme und so weiter. Und das einfach koppeln mit den anderen Sinnen. Und dann ist es für uns nicht mehr möglich zu entscheiden, was eine Wirklichkeit ist, also ob was eine simulierte oder eine andere Wirklichkeit ist, weil wir auch sonst schon auf die simulierten ständig ja natürlich reinfallen, weil sie Teile all dieser Unterhaltung und Kultur sind, die wir uns geschaffen haben. Aber psychologisch gesehen trifft das einen dieser Kernfragen, was wir eigentlich sind und was diese Wirklichkeit um uns herum ist. Denn Sie wissen es alle, wenn Sie darüber nachdenken, ne, der Bereich des sichtbaren Lichts, den wir sehen nennen, 380 bis 760 Nanometer vom sichtbaren Licht, der ist total willkürlich. Der ist über ein paar Millionen Jahre in unserem Mind, in unserem Gehirn sich so entwickelt. Und es gibt ganz viele Tierarten, die andere Bereiche des Sehens haben und wirklich für die Welt komplett anders aussehen müsste, wenn man es versucht zu übersetzen in das, was wir sehen nennen. Und diese Faszination, da über Kunst nachzudenken, das ist dann wirklich ein kleiner, ausgewählter Bereich unseres Lebens. Dann Sie noch eine Frage? Ist es möglich, Ihre Studie auf den Kunstmarkt zu übertragen? Oder vielmehr haben Sie vor, auch mal zu analysieren, wie Käufer auf Qualität reagieren? Also die Frage bezieht sich jetzt auf Messegestaltung zum Beispiel, ob es jetzt in der kleine weiße Raum ist. Museen kann man zum Glück keine Kunstwerke kaufen, aber gerade der Kunstmarkt stellt sich ja auch die Frage, ob Online-Verkäufe, jetzt wie ArtNet oder wie das ArtNet das macht, ob Online-Verkaufe die Zukunft ist oder eben weitere Messen und Galerien. Also haben wir bisher nicht als Forschungsthema vorgesehen. Man muss dazu auch sagen, ich bin wirklich Kognitionswissenschaftler. Mich interessiert eigentlich Wahrnehmung, Gedächtnis und Emotionen. Und deswegen ist für mich die Kunst ein Beispiel, wo ich denke, ein originär menschliches Objekt, wir wissen von keiner anderen Spezies, dass sie tatsächlich so etwas wie Künste produzieren oder auch, selbst wenn sie Krickeleien machen oder tolle Nester machen, dann sind die Funktionalitäten der Betrachtung so eingeschränkt, dass es nur für ganz ausgewählte Lebensbereiche überhaupt ist. Kein Affe, der was gekrickelt hat, haben wir je gesehen, dass das hinter jemand anderem gezeigt hat oder gar zurückgekommen ist und jemand anders hat. Also es ist so was ganz typisch Menschliches, damit für Psychologie, die Lehre vom Menschen und seinem Erleben, dankbares Thema,
Wir haben Anwendungsideen, ich habe das eher mit dem Gesundheitlichen vorhin genannt und dem Wohltun. Das, was Sie jetzt nennen, haben wir bisher nicht gemacht, aber es gibt sicherlich Forscher, die das tun. Oder es gibt, man kann, das ist vielleicht eine Gefahr von jeder Forschung, die eigentlich nur danach trachtet, zu verstehen, wie die Dinge sind, sich immer verschiedene Arten der Umsetzung von dem, was das dann praktisch bedeutet, vorstellen kann. Und es gibt vielleicht in diesem Raum Leute, die finden das eine super Idee, das muss man tun, weil dadurch kann man die eigenen Werke besser verkaufen. Oder es wird vielleicht jemand anders geben, der sagt, es wird auf gar keinen Fall, dass das passiert und das Wissen dahin generiert wird, weil das wertet meine Kunst aus und entmystifiziert sie oder entkleidet sie ihres Besonderen und macht sie zu einer einfachen Ware oder sowas. Das ist aber nicht eigentlich mein Thema. In der Hinsicht bin ich dann Grundlagenforscher, aber natürlich denken wir über die Konsequenzen von dem, die Anwendung nach, was das dann bedeuten könnte. Wenn Sie allerdings gute Ideen haben, ne, wir sind dankbare Gesprächspartner für gute Ideen, Sie zu beraten, ob man das untersuchen kann oder sollte. Aber es ist so ähnlich wie, ich habe viele Studierende, Sie wissen vielleicht, die Psychologie in Wien ist ein Massenstudium. Jeder, der an Psychologie denkt, denkt an Sigmund Freud und Wien und denkt, dass das die super Sache ist. Wir haben sehr viele Studierende und die fragen oft und sagen, hey, kann ich nicht in meiner Diplom- oder Masterarbeit so eine Studie im Scanner machen? Wäre es nicht super, nehmen wir die in den Scanner und dann gucken wir mal im Gehirn. Und da muss man sagen, die Standardantwort ist, so eine Studie kann man jederzeit machen, aber bevor man eine Studie macht, muss man erstmal überlegen, ob sie sich lohnt. Und wenn du die machen willst, 50.000 Euro, sowas kostet das, besorgt das Geld, dann können wir darüber reden, besorgt ihr den Platz. Weil Wissenschaft tatsächlich echt auch Geld kostet. Sie wissen das auch hier nur noch Ihre Universität zu Köln, hier gibt es tolle Forscher, aber auch die brauchen Gelder, um das zu tun, was man erforscht. Und manche Sachen sind wichtiger als andere, aber manche Sachen sind auch deswegen wichtig, weil wir noch nicht genau wissen, welche Konsequenzen sie haben. Zum Beispiel diese Konsequenzen von Schönheit in einer Welt, wo uns ständig suggeriert wird, dass wir schöner sein müssen, dass wir schönere Dinge kaufen müssen. Wenn ich das schon höre, dass jemand einen Designerstuhl verkauft, ich meine, was soll denn ein Stuhl was anderes sein als ein Objekt, das designt ist? Also selbst der schäbigste Stuhl und unschönste Stuhl, der billigste und preiswerteste, ist designt worden. Es ist zum Beispiel interessanterweise so etwas, was Sie auch in meiner Vorlesung lernen können, das kriegen Sie heute alles hier für 2 Euro, glaube ich, oder? Wenn Sie sich umschauen, dann sehen Sie, im Moment können Sie nichts finden, außer Licht, was nicht vom Menschen gemacht ist. Selbst das Licht, na, das Licht auch. Also ich glaube, Sie können sich umschauen, es gibt hier nichts, was vom Menschen gemacht ist. Das einzige Zynische ist, dass ich sage, der Mensch selber ist natürlich auch Produkt von anderen Menschen. Aber wenn Sie sich das anschauen, dass alles, was uns umgibt, vom Menschen gemacht ist, ist natürlich eine Wissenschaft, die versucht zu erforschen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und die versucht zu erforschen, was die Psychologiefolgen von Design sind, von Kunst sind, von Räumen sind. Das ist, glaube ich, gar nicht so ohne, obwohl es sich anhört wie ein luxuriöses Forschungsgebiet, wo man sagt, wer braucht denn sowas? Müssen wir wirklich einen Psychologen in der Welt haben, der uns versucht zu erforschen, was die Konsequenzen von Kunst oder von Schönem oder sonst was sind. Und ich glaube, die Konsequenzen sind so weitreichend, dass es erstaunlich ist, dass wir solche Sachen noch nie erforscht haben. So wie es auch, vielleicht ein letzter Punkt dazu, erstaunlich wenig Forschung zur Wirkung von Architektur gibt, psychologisch gesehen. Wir wissen, wir haben jetzt ein erstes großes Forschungsprojekt gemacht, in dem wir mit Hirnscanner forschen, wo wir natürlich Bilder gezeigt haben und nicht tatsächlich im Raum, man kann das Ding nicht transportieren, gezeigt haben, dass Personen rundliche Räume wirklich schöner finden, ihre Belohnungszentren im Gehirn positiver angeregt werden, sodass man annehmen kann, da sind tatsächlich emotionale Prozesse involviert. Das sind Anfänge einer modernen Neuroarchitekturforschung, an der wir beteiligt sind. Zum Beispiel deswegen finde ich diesen Raum sehr faszinierend, weil es solche Räume selten gibt. Aber da ist noch viel zu tun und wenn das Konsequenzen hat für die dort lebenden Menschen, muss man eigentlich sagen, erstaunlich, dass wir viele andere Sachen erforscht haben. Wir wissen so viel über Leseprozesse, ob X und Y vertauscht werden, wenn sie peripher im Feld aufleuchten, weil da jetzt 100 Jahre geforscht wurde. Tolle Sache. Lesen ist auch was ganz Faszinierendes, aber bestimmte allgegenwärtige Dinge sind bisher wenig erforscht. Sie suchen so objektivierte Kriterien für Ästhetik, habe ich den Eindruck. Und die werden Sie nie finden. Ich meine, die gibt es ja, Sie brauchen ja nur den Zeitschriftenmarkt mal durchzugucken in so einer Bahnhofsbuchhandlung. Da finden Sie ein ganz großes Spektrum von gesellschaftlichen Gruppierungen, die so die Vorlieben haben für bestimmte Sachen und daraus kann man das
ja, ersehen. Und wenn Sie sagen, Architektur ist noch nicht sozusagen in dem Sinne erforscht worden, das stimmt in gewisser Weise, dass man das vielleicht datenmäßig noch nicht so hat, aber man weiß schon, wo gute Architektur steht oder nicht. Also was man als das bezeichnet innerhalb des gesellschaftlichen Diskurses. Ich meine, das reicht Ihnen nicht, weil Sie das ja zahlenmäßig anscheinend so planieren. Ja, genau, das reicht mir nicht wirklich. Aber das ist die Gefahr ist natürlich, dass es zu so einer Banalisierung führt und dann tatsächlich als instrumentell wieder verwendet wird. Und dann kommen dann Disneyland und etc. heraus. Und im Design ist das eigentlich sehr, sehr gut deutlich, dass das früher so intuitiv gemacht worden ist. Ich bin Designer und habe es in den 60er Jahren studiert, da wusste kein Mensch, oder nur ganz wenige, was das überhaupt ist. Heute ist jeder Hans und Franz, steht dann Design davor. Ja, also, dass wir differenzierte Programme brauchen, da stimme ich Ihnen natürlich zu. Aber die Pauschalität, mit der Sie das für verunmöglichen, das geht für mich auch so nicht, aber ich stimme Ihnen völlig zu. Die Gefahr der Trivialisierung, wenn man sich nicht ernsthaft mit den Sachen beschäftigt, die ist groß. Ja, und auch, dass wir ständig in Reflexion mit anderen Wissenschaften sein müssen. Ich meine, viele diejenigen von Ihnen, die mit Wissenschaft zu tun haben, wissen das, dass wir angehalten sind, immer interdisziplinärer zu forschen. Das hört sich super an, aber wenn ein Neuropsychologe mit einem Kunsthistoriker redet, dann reden die erstmal ein Jahr lang wirklich aneinander vorbei. Aber wenn man das dann überwunden hat, dann ist das unglaublich erhellend für die Ansätze, die man bisher verfolgt hat. Und wenn man dann noch einen Biologen und einen Meditationswissenschaftler oder einen Designer dazu hat, dann werden die Programme der Erforschung von bestimmten Fragen tatsächlich immer akzeptabler. Das ist mir schon klar. Aber man muss eben einfach sehen, dass das, was man Moden nennt, dass das natürlich so oft auf einer Zeitschiene oder Hype und so weiter ja auch läuft. Also es gibt da die Frage nach den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten ist eine durchaus gefährlich. Ist die noch schön, wenn ich die überall vom Wagenfeld, diese Flaureslampe kennen Sie ja, ne? Die man so in 30er Jahren wirklich was ganz Tolles war, aber die Sie heute in jedem Einrichtungsshop inzwischen irgendwie aufgedrängt kriegen, ich kann das Ding schon nicht mehr sehen. Also wie sich dann so die Wahrnehmung auch in dieser Konnotation zu gesellschaftlichen Prozessen und so weiter hin verändern. Oder in Ihrem Fall vielleicht auch durch reine, ständige Wiederholung. Kann auch sein. Eben, die Redundanz spielt da auch mit. Und dieser Begriff der Aura von Benjamin, das kennen Sie ja sicher. Ne? Muss ich nicht, weil es keine Psychologie ist, sondern... Aber die Leute müssen das mal lesen. Ja, ich habe gesagt, muss ich nicht, aber... Aber Sie kennen es. Aber Belesenheit, ja, ist natürlich was ganz Nützliches. Ja? Belesenheit, da haben Sie recht, ist natürlich was ganz Nützliches. Ja, viele Sachen zu kennen. So, wir haben aber sehr gerne. Eine ähnliche Kerbe gehen und das an den Begriff der Kunst, der hier, wie ich finde, doch in einer relativ statischen Weise verwendet wird. Ich frage mich, warum brauchen Sie den Begriff Kunst? Warum könnte man das nicht einfach auf Bildanalyse, Bildbetrachtung nehmen, weil und dann fehlt mir auch so dieser ganze Bereich der Repräsentation, auch gerade was das Museum betrifft, die Sammlung, die angelegt ist, ja eine ganz andere Geschichte, eigentlich unnach auf der Ideologie. Und das ist ja natürlich der White Cube, der folgt einer ganz bestimmten Ideologie, die aus der Kunst an selber gekommen ist. Das ist ja, also im Grunde folgt das Museum eigentlich immer dem, was die Künstler gemacht haben, so wie es jetzt den Künstlern folgt, die viel Performatives, die Aufführungen in die Museen bringen und dadurch wird das Ganze sehr abgewandert und ganz anders im Hauptsinn. Sondern die Museenarbeit wäre mal für mich interessant, wie bei Ihnen ausfällt, also wie man die betrachtet. Da passiert ja auch ganz viel an verschiedensten Wahrnehmungsmöglichkeiten. Zum Beispiel bei der auf der Dokumenta, wo man ganz finsteren war und nur was gehört hat. Also das ist ja eine total Wahrnehmungssituation, die man ja eigentlich. Ja, wenn es ganz finster ist, ist es natürlich eben nicht eine total, sondern es ist eine ungewohnte Wahrnehmungssituation, wo bestimmte Sinne, wir haben das ja vorhin schon mal aus wahrnehmungspsychologischer Sicht gesehen haben, ganz spezifisch angeregt werden. Und das über eine Zeit, die wir eigentlich nur aus anderen Medien kennen, wie im Film oder sonst was. Aber ich habe vorhin schon mal gesagt,
ich bin sehr dankbar für diesen Einwand, weil er wieder mal klar macht, bestimmte Sachen lassen sich im Labor nicht leicht untersuchen, müssen aber, wenn man ein Gebiet versucht zu verstehen und wissenschaftlich sich selbst zu verorten, müssen einem bewusst sein. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Fall. Also wenn Sie heute den Eindruck hatten, dass uns das nicht bewusst ist, wäre das schade, weil ich glaube, das ist die Stärke dieser Arbeitsgruppe, die wir in Wien haben, dass wir so viel mit Künsten, Museen, mit Künstlern und mit Kunsthistorikern zu tun haben, dass uns viele dieser aber auch sehr bewusst sind. Wir wissen, dass dem so ist. Also ich finde es auch sehr interessant, dass ich sage, wenn ich mich mit Gegenwartskunst beschäftigt, professionell, greife ich viel zu kurz. Da fällt eigentlich die ganze Kunst der letzten 50 Jahre weg. Vieles so weg, ja. Ganz viel aufgebrochen hat. Also seit dem 6. der Forschung, jetzt hier gar nicht, sondern auch die Kunst, was Sie vorhin genannt haben, wie bei Zahnärzten oder anderen, das ist ja nur ein Teil der Kunst. Das ist ja eigentlich aber nicht die wirklich interessante, super tolle Kunst, weswegen wir das alles machen. Und auch nicht eine Kunst, die an der Schnitt interessiert, würde ich mal sagen. Und da würde ich gerne mal wieder auf deinen Ansatz zurückkommen und auf deine klassische Mönchengladbach, wo ja auch 1982 ein Haus geöffnet hat, was genau den Waldkrieg im Grunde abgelehnt hat. Und das ist ihm ja auch sehr vorgeworfen worden, dem Hans Verlein, dem Wiener, der dort in den Mönchengladbach was gebaut hat, was total verspielt war, wo gesagt wurde, ja, wo bleibt denn da die Kunst? Da hat die ja gar nicht mehr autonomes Auftrittsrecht, also das ist ja überhaupt das Schlüsselwort Autonomie der Kunst im 20. Jahrhundert. Deswegen weiß auch mal im Waldkrieg nichts auf Stimmen. Und der Verlein inszeniert es plötzlich als ein großes, tolles Spiel, wo der kleine Andreas Schlüsselmann sich zu Recht der total angeregt findet, aber eigentlich nicht im ersten in dem Sinne, wie das Kunst jetzt ist, eher faszinierend, oder wie ich das jetzt verstanden habe. Das ist wirklich mehr um das ja, große, autonome Tafelbild geht, was man anschaut. Also alle Künstler, so viele Künstler, die haben genau da dagegen gearbeitet, nach dem Ja, das, also für mich war das ja auch, also in unseren ersten Gesprächen, auch als ich die ersten Folien mal sah und wir uns unterhalten haben, war das auch für mich genau das Problem. Also ich gesagt, das ist ja nicht das auf den Monitor starren oder beziehungsweise das, der Vergleich funktioniert in meinen Augen nicht, weil das eine ist auf den Monitor starren, das andere ist halt durch Museumsräume sich bewegen und auch, ja, die, auch Symmetrie oder das zu erforschen als schön, wenn wir, man würde ja sagen, auch im Kunstkontext begreife etwas als gut, als schön, spricht einen an, was nicht symmetrisch ist. Also, und auch immer die Frage nach, dem, nach der Behauptung, also auch etwas Neues, also eine Behauptung aufzustellen, was jetzt wieder, oder einen neuen Blick auch zu provozieren und da reinzustellen, in diesem, also dieser Gedanke von Entwicklung und also der Kunst drin steckt. Und so, das finde ich ja auch, dass es sehr komplex ist und das war auch... wir hatten ja auch über Susan Phillips Arbeit gesprochen, die in Wien ausgestellt war und eigentlich nur aus zwei Lautsprechern bestand. Und das war auch eine Arbeit, wo ich mich auch fragte, wie kann man das denn in so eine Forschung einbetten? Also das ist schon von uns. Also ist das der Raum ist so wichtig geworden. Haben die Verachtung vor. So eine Arbeit sowieso auch ganz so, dass der Betrachter im Raum sich in der Arbeit erlebt. Also ich stimme Ihnen völlig zu, ich stimme Ihnen auch zu mit der Idee, dass sich die Frage stellt, was denn, wo denn die Grenzen von Künsten sind und besonders wie sie untersuchbar wären. Ne? Manche von den Dingen, die Sie beschrieben haben, sind schwer zu untersuchen, andere vielleicht viel leichter. Dazu müssen wir aber unsere Paradigmen entsprechend öffnen. Also ich habe im Moment gerade mit einem europäischen Sponsoring-Projekt jemanden aus Amerika in mein Team holen können. Der hat in den letzten Jahren Studien gemacht in den, wie nennt er das, Kapellen und in den Räumen, in denen Roscoe-Bilder hängen in Japan und in den USA und hat dort untersucht, dass die Person, also im Museum Untersuchungen, Befragungen, Nachbefragungen, Online-Untersuchungen der dort anzutreffenden Besucher, man hat gefunden, dass tatsächlich die Momente der Rührung, also die tatsächlich starke emotionale Angerührtheit, messbar ist. Und hat das zum ersten Mal quantifiziert.
Das ist für uns eine Studie, die über das, was wir bisher sonst gemacht haben, hinausgeht, weil es ein wirklich starkes emotionales Erleben nochmal deutlich erfasst, dass die Leute zu Tränen gerührt sind und damit das Potenzial besteht, dass sie, wir würden vielleicht sagen, transformative Prozesse erleben, die sie tatsächlich in ihrem Inneren berühren auf eine Art, dass sie als jemand anders aus dem Museum herausgehen. Das wären die einzigen Studien, von denen ich überhaupt wüsste, dass sie in der Art bisher schon mal gemacht wurden. Aber das sind Vorbilder für das, was wir in Zukunft tun wollen. Aber rechnet man damit ein, dass die Leute Bilder sehen, von denen sie wissen, welche Millionenwerte die haben, was sie überhaupt verkaufen? Oder gibt es dann auch Leute, die keine Ahnung haben, der Rothko ist und gar nicht verstanden, die nur der Farbe ausgesetzt sind? Also gibt es, ja. Aber es ist nicht so ganz... nicht zu erwarten, dass sie gar keine Idee davon haben, ne, dass es sich um irgendwie als bedeutend einklassifizierte Kunst handelt, sonst würden sie ja nicht da reingehen. Also das ist, aber es gibt die ganze Bandbreite von Personen mit ihren unterschiedlichen Motiven und Erwartungen, die sie an einen solchen Raum haben. Und dass dann 30 bis, ich bin jetzt nicht ganz sicher mit den Zahlen, 30-40% der Personen zu Tränen gerührt sind, das ist eine emotionale Reaktion, die sehr selten ist im Museum. Da aber in diesem speziellen Setting erfasst wurde. Ich habe auch eine Frage zu der Maschine, die wir manchmal gezeigt haben, wo man im Labor sitzt und dann im Museum oder was waren. Haben Sie auch, sagt man, Messdaten erhoben, wo Menschen, die im Labor sitzen und nichts gezeigt bekommen und einfach nur im Museum stehen und auch nichts? Weil ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich im Labor sitze, fühle ich mich natürlich per se nicht so wohl, wie wenn ich irgendwo in einen schönen Raum reinkomme. Das ist ein Museum mit der Regale oder ein toller Raum einfach. Weil allein ohne die Behandlung von Bildern würde sich da auch wahrscheinlich schon, nehme ich mal an, wenn sie in der Elektronik und so sehr viel eher Positives darstellt als in einem Labor. Und auch weiter in einem Labor. Von daher fand ich, rechnen Sie das dann nach Haus oder in Reihen oder. Das ist eine wirklich schlaue Idee, die wir so nicht gemacht haben, aber wir denken natürlich immer darüber nach, welche Kontrollbedingungen ein Experiment braucht. Und was wir messen, ist die tatsächlich emotionale Befindlichkeit in beiden Settings, bevor das Ganze beginnt. Und das können wir rausrechnen oder so standardisieren, dass wir gucken können, dass das keine Rolle spielt. Aber Sie haben tatsächlich recht, mit einem richtig strengen experimentellen Design wäre das eine gute Idee. Also es ist nicht ganz so einfach, unseren Versuchsteilnehmern dann klarzumachen, was sie da tun sollen. Aber ich stimme Ihnen zu, dass eine Frage nach der Wirkung von Räumen wäre zu messen, wie Räume denn wirken. Das habe ich aber vorhin angedeutet mit der Architekturpsychologie, die wir da betreiben, mit Forschergruppen aus Kanada und Dänemark. Da steckt schon die Idee hinter. Das sind alles Leute, die sich auch für experimentelle Ästhetik, so nennen, die das interessieren und die wissen wollen, wie der Raum per se wirkt und ob man da näher kommen kann. Aber es ist eine schöne Idee, die Sie haben. Ich denke, wenn ich jetzt das Wort Labor höre, das Wort Museum, ja, das ist ja schon allein so in einem Ungleichgewicht sozusagen. Das Museum, das ja, unsere Labore sind teilweise aber auch wie Arbeit, normale Arbeitszimmer. Okay. Also sind nicht, also natürlich, was ganz wichtig ist, vielleicht, wenn man so Scannerstudien hört, wo in der Röhre dann Hirnaktivitäten gemessen werden, da muss man sich, ich weiß, wenn Sie das aus gesundheitlichen oder forschungsinteressierten Gründen schon mal mitgemacht haben, das sind tatsächlich Bedingungen, die haben mit Kunst, Erleben, Genuss oder sonst was überhaupt nichts zu tun, weil da werden Riesenmagneten hämmernd um einen herum gejagt, die dann eben die Ausrichtung von einzelnen Zellen im Gehirn versuchen zu messen. Das ist unglaublich belastend. Man liegt in einer Röhre, wo man kaum Luft kriegt und dann über Mini-Monitore, was einem in die Augen reingespiegelt werden muss. Da kann ich mir vorstellen, da muss man einfach sagen, das sind Bedingungen, da kann man sich überlegen, was man will. Das wird nie richtig genussfähig. Da müssen wir einfach hoffen, dass sich die Systeme irgendwann verbessern, verändern. Sie haben schon gemerkt, wir sind im Übergang vom Zweiergespräch, haben wir uns geöffnet, um zu hören, welche Fragen wir Ihnen heute beantworten können. Wenn Sie häufige Besucher dieser Veranstaltung sind, dann wissen Sie, dass nicht sehr oft Naturwissenschaftler oder oder Sozialwissenschaftler, Naturwissenschaftler hier sitzen. Also wenn Sie noch eine Frage haben, stellen Sie sie jetzt oder machen Sie das, was wir dann auch immer sagen, schreiben Sie uns eine E-Mail.
Wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann heißt das aus unserer Sicht nicht, dass alle Ihre Fragen beantwortet sind, aber dass Sie vermutlich auch finden, dass auch ein ganz normaler Mittwochabend in Köln irgendwann ein anderes Stadium, einen anderen Aggregatzustand einnehmen sollte und man dann irgendwann auch genug gehört hat. Hoffentlich ein paar Dinge, die Sie anregend fanden. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich auch für Ihre Offenheit, sich Dinge anzuhören, die Sie teilweise nicht in jeder Hinsicht überzeugend finden, zu denen Sie Ihre eigenen Gedanken haben, die sich wundern, warum das so und vielleicht nicht anders ist. Ich kann Ihnen nur sagen, für mich ist dieser Dialog mit Menschen anderer Fachrichtungen, anderer Ausrichtungen extrem belohnend, bringt mich auch in dem, wie ich denke, natürlich voran. Vieles von dem, was ich heute gehört habe, werden Sie vielleicht irgendwann in irgendwelchen Details oder Nicht-Details von Studien wiederfinden. Ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben und dass ich über die Arbeiten Herrn Schmitten lernen kann, Dinge, die ich vielleicht vorher noch nicht wusste. Und weil ich diese Erfahrung auch ständig mache, glaube ich, dass die Erforschung der Künste durch die Psychologie, dass ich die weiterhin betreiben sollte. Vielen Dank. Das war ein komisches Schlusswort. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind.